Und dann der Showdown am 29. Mai 1999. Gegner FC Tirol und Mario Haas in seinem letzten Spiel im Dress vom Buntigammer Sturm. Schon in der 10. Minute das 1:0. Mario Haas, der für umgerechnet mehr als 40 Millionen Schilling nach Frankreich zu Straßburg wechselt. Am letzten Spieltag vertraut Sturm nicht mehr auf fremde Hilfe. Aus eigener Kraft zieht man in Richtung zweiten Meistertitel. Jan-Peter Martens nach Wiederbeginn in der 48. Minute. Die Vorentscheidung, das 2:0. Eines der vielen wichtigen Tore, die der kleine Belgier im Laufe dieses Spieljahres für Sturm erzielt hat. Und ob mit oder ohne Haftschalen, er sieht immer, wie der Ball ins Tor geht. Und den Schlusspunkt setzt dann Mario Haas. Noch einmal der Torschrei für Mario Haas. 65 Mal hat er getroffen. Er setzt den Schlusspunkt zum zweiten Meistertitel mit dem 3:0 Erfolg gegen den FC Tirol. Tore hat er erzielt in dieser Saison, genauso viel wie im letzten Jahr. Insgesamt also 65 Treffer in der Bundesliga für seine Mannschaft, für Buntigammer Sturm. Nach 17 Jahren bei Sturm heißt es Abschied nehmen. Ein Abschied mit Trainern. Ein Abschied, der allen schwerfällt. Den Fans, den Mitspielern, aber vor allem Mario Haas. Und in der Stunde des Abschieds trauert er vor allem seinem Trainer Ivan Osim nach. Er ist immer hinter mir gestanden und hat gesagt, ja, der Bursch kommt schon wieder, das geht schon wieder. Aber wenn ich nicht treffe, hat gesagt, er hat mich immer aufgebaut. Und der Trainer ist ein Traum, muss ich sagen. Ich meine, es gibt fast keinen besseren mehr, glaube ich. Aber trotzdem, ich muss den Schritt wagen. Und ich kann auch sagen, Osim, danke. Der Jubel im Arnold-Schwarzenegger-Stadion kennt keine Grenzen. Sturm ist zum zweiten Mal österreichischer Fußballmeister und gewinnt zum ersten Mal das Double. Und damit ist endgültig klar. Jeder Spieler hier ist der Terminator. Einmal mehr ist es auch die Saison des Ivica Vastic. Trainer und Spieler der Bundesliga wählen den Sturmkapitän zum Spieler des Jahres. Für Vastic und Kollegen ist das Double der Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere. Sicherlich ist das bis jetzt der absolute Höhepunkt, aber ich hoffe, dass wir noch ein paar solche ähnliche Situationen haben werden und man soll nie sagen, vielleicht kommt noch was Schöneres. Was folgt an diesem 29. Mai 1999 ist wieder ein Triumphzug des neuen Alpenmeisters durch die Straßen der Stadt, gesäumt von Zehntausenden begeisterten Menschen.
Es folgt eine lange Nacht der Feiern in Graz. Mit Musik, Show und Tanz auf dem Hauptplatz. Ein fantastisches Feuerwerk und schließlich ein Fest der Sturmfamilie in der Messehalle mit großen Showstars. Der zweite Meistertitel krönt jedenfalls eine unglaubliche Saison in der Geschichte des SK Buntigamer Sturm.